ich so durch die Runde schaue. Marco, lass uns beginnen, oder? Toll. Und dann legt euch bitte auf den Rücken zurück und macht es euch bitte bequem in der Rückenlage dann. Gerne schaut, dass ihr eine große Unterstützungsfläche mit eurem Körper bildet. Das heißt, die Beine und die Arme abwinkeln von der Körpermitte. Und einfach mit dem ganzen Körper diesen Grund, diese Erde erfahren. Die Erde, die dir auch gegenhält, die dir was zurückgibt. Und mit einigen vertieften Ausatemzügen in die Erde, in den Grund reinsinken, reingeben lassen. Dann lege bitte den Fokus auf deine Mitte. Wir nehmen die Mitte als dein Becken. Und stell dir vor, über einen nächsten Einatmen ziehst du Energie über die Füße, Hände, Arme, Beine, Torso in dein Becken. Mit Ausatmung gibst du wieder ab über den Torso, Arme, Beine, Füße, Hände. Es ist das Prinzip, eine heranziehende Energie über außen nach innen, in die Mitte, in das Becken. Mit Ausatmen wiederum abgeben über Becken, Beine, Torso, Arme, nach außen wiederum. Du ziehst dir die Energie wie so eine Actionfigur in deine Mitte mit der Einatmung und expandierst nach außen, pulsierst über Oberkörper, Beine, Arme, wieder in die Finger, in die Füße zurück. Erfahrung der Mitte. Erfahrung einer pulsierenden Energie. Dann lass gut sein. Vertrauensvoll in die Erde abgeben. Vielleicht kennt ihr diese Anfangsszene von Peter Lustigs Löwenzahn. Da bricht dieser Löwenzahn durch eine Straße durch. Ich habe mich immer gefragt als Kind, wow, wie geht das denn? Dieser Löwenzahn, der durch diese Straße bricht. Was ist da für eine Energie dahinter? Und das ist Prana, das ist der Antrieb. Lege bitte deinen Fokus hinter deinen Nabel und erfahre diesen Antrieb in deinem Bauchraum, Manipura, dein inneres Feuer. Beginne nun zu atmen, vertieft in dieses Feuer, lass dieses Feuer entfachen. Der Atem also vertieft. Du beginnst damit, die Finger zu bewegen, die Zehen zu bewegen, die Hand, die Fußgelenke zu bewegen. Die Arme zu heben, über deinen Kopf, an den Ohren vorbei. Die Finger streben lang nach hinten, die Fersenbeine streben lang nach vorn. Die Flanken werden groß. Und du reißt den Mund auf, um zu gähnen und dich zu längen, zu recken. Toll.
Dann bitte ziehe deine Füße nacheinander vor dein Gesäß. Die Knie sind angestellt. Die Knie ziehe Richtung Brust. Greife von außen deine Schienbeine. Mach dich rund für ein Päckchen. Dann hebst du mal den Kopf an und stöpselst die Nase zwischen die Knie. Machst dich richtig rund und eng. Gut. Dann fang bitte an zu rollen, vor und zurück, zu schaukeln. Immer ein bisschen versetzter Wirbelsäule macht Sinn. Gut. Und dann rollst du nach oben, kommst zum Sitz. Im Sitzen angekommen, kann es hilfreich sein, sich nach vorne zu neigen und die Gesäßhälfte nochmal hervorzuziehen. Wir kreieren eine breitere Basis und richten uns wieder auf. Die Hände sind auf den Oberschenkeln platziert und die Augen sind geschlossen. Ich weiß, es ist viel drumherum hier noch. Wir schließen die Augen, wir zentrieren uns. Es kommen einfach weitere Teilnehmende hier in die Yogastunde, suchen sich einen Platz in der hinteren Reihe, reihen sich da an und gesellen sich dann einfach zu uns, wie wir dran sitzen. Dann möchte ich euch bitten, dass ihr die Schulter nochmal Richtung Ohren hebt, die Flanken weitet, die Oberarme zurückführt und wiederum absinken lässt. Diese Handlung könnt ihr einige Male wiederholen. Die Schultern gehen hoch, zurück und wiederum absinken lassen. Dann schiebt sich dein Nacken nach hinten und hoch, dass die Ohren wieder zwischen den Schultern sich befinden. Die Hände führe flächig zusammen in Anjali Mudra. Die Finger zeigen leicht nach vorn, die Finger sind aufgefächert. Wir wollen in die Freiheit, in den Freiraum. Das Mantra, das wir rezitieren, lautet Om Namah Shivaya Gurave Satchit Ananda Motaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Techase. Bitte drei Ohms, das Mantra dreimal und ein Ohm. Und somit einatmen für Ohm. Om. 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 Om Namah Shivaya. Gurave Satchit Ananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Techase Om Namah Shivaya Gurave Satchit Ananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Techase Om Namah Shivaya Gurave Satchit Ananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Techase Om Shantaya.
Shanti, Shanti, Shanti. Om. Frieden, Frieden, Frieden. Können die Hände wieder absinken lassen. Grüße euch zusammen. Mein Name ist Ravi. Das ist Omkari. Omkari wird einfach als Probandin hier sein, als Orientierungshilfe, gerade wenn es in so einem Asana in etwas bewegtere Stunde geht, macht es Sinn, immer mal wieder so eine Visualisierung zu haben, so ein Aufblicken und eine Orientierung zu haben, wo wir gerade sind. Und Omkari stellt sich hierfür zur Verfügung. Und das Thema heute meiner sozusagen Chakren-Projekt, wir sind jetzt im Manipura-Chakra angekommen. Und wie schon erfahren, entsteht Manipura für den inneren Antrieb, das Feuer, die Transformation. Heute Morgen in der Morgenstunde kam eine Frau auf mich zu und hat gefragt so, Ravi, wird die Yogastunde denn anstrengend? Und ich weiß dann manchmal gar nicht, was ich darauf sagen soll. Weil es könnte darum gehen, dass in dem Asana-Kontext es anstrengend empfunden werden kann. Weil wir wollen einfach als Yoginis und Yogis dadurch eine Leichtigkeit im Alltag haben, durch die Anstrengung zuvor. Da haben wir einfach die Leichtigkeit im Alltag dann. Ne? Wir sind einfach gewappnet für, was da auf uns zukommt im Alltag, Herausforderungen etc. Ich wünsche euch viel Freude bei der Praxis. Lasst uns beginnen. In der Position des Kindes, kommt bitte in die Mitte eurer Matte, ungefähr in die Mitte eurer Matte, mit den Knien, die mattenweit geöffnet sind, mit den Großzehenballen, Innenseiten, die sich berühren und der Oberkörper, der sich dann lang zwischen die Oberschenkel, Innenseiten neigen kann. Die Arme sind nach vorne gestreckt und die Fingerkuppen setzen auf und haben Energie. Wir sind in einer langen Position des Kindes. Und hier geht es darum, innezuhalten. Innezuhalten könnte heißen, du bist mit dem Moment, mit dem, was ist, jetzt. Die Fingerkuppen haben Ausdruck, die Handteller sind angehoben und du läufst mit den Fingern nach vorn. Ziehst die Wirbelsäule in die Länge. Gut. Dann ziehe bitte die Hände eine Handlänge nach hinten, drücke in die Knie, hebe dich an, komme in den Vierfüßler. Die Knie schließen sich hüftgelenksweit. Die Handgelenke befinden sich unter den Schultergelenken. Die Finger sind gut aufgefächert. Wunderbar. Gut, die Kniegelenke bleiben unter den Hüftgelenken und du beginnst nun zu wandern mit den Fingern nach vorn und lässt dich weich werden zwischen deinen Schulterblättern. Das Brustbein, das Herz sinkt nach unten. Die Fingerkuppen haben weiter Energie. Bitte fall nicht ein in deinen Schultergelenken, diese sind weiterhin stabil. Aha. Wir ziehen uns mit der Einatmung Energie über die Finger in das Herz und weiten über das Herz in die Arme, in die Finger zurück. Guck mal, du kannst mit den Fingern nach vorne wandern und das Brustbein absinken lassen. Das Herz schmilzt sozusagen Richtung Grund. Wir machen vorne hier den Brustkorb ganz weit auf. Es ist eine heranziehende Energie über die Finger in dein Herz und eine weitende Energie über dein Herz in die Arme, in die Finger zurück. Somit pulsieren wir mit jeder Ausatmung das Herz in den Grund. Deine Fingerkuppen haben Ausdruck, diese wandern wiederum zum Körper. Komme bitte in den Vierfüßler zurück. Dann vergewissere dich, dass du am vorderen Mattenbeginn dich befindest, an der vorderen Viertel etwa. Gut. Jetzt geht der rechte Fuß zurück in einen hohen Ausfallschritt. Das heißt, das Knie ist oben, der Fuß ist platziert. Der Blick geht zum Nabel. Aha. Der Blick geht weiter Richtung rechter Fuß. Die Füße, Beine, wir vergewissern uns, dass die Hüftgelenks weit stehen und der Fußrücken
im Verhältnis zum Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel ergibt. Dann kann man den Großzehenballen gut drücken, dann wird das Bein rechts stark. Wir ziehen über den Druck des rechten Fußes die Energie ins Becken. Das macht eine gute Mitte. Jetzt geht links zu rechts, du kommst in den Stütz und wir sind in der ersten Planke. Erfahren uns in der Vollständigkeit, in unserer Kraft, in deiner Mitte. Die Fußballen können drücken, die Fußballen können isometrisch zu den Händen ziehen. Das macht einen guten Ausdruck in der Mitte. Nun winkle die Knie leicht an und drücke dich mit den Händen zurück in den herabschauenden Hund. Es ist ein langer Hund, der mag dir lang vorkommen. Lass ihn lang. Dann winkle die Knie leicht an, schiebe dein Gesäß nach oben. Dann drücke in die Hände, schiebe die Matte nach vorn und ziehe dich lang und strecke deine Beine. Mit der Ausatmung geht die rechte Ferse in den Grund. Ein, kommt sie wieder hoch. Aus, tritt die linke Ferse in den Grund. Ein, kommt sie wieder hoch. Wir treten also auf der Stelle, vertreten die Fersen und treten sozusagen Wasser. Toll. Dann halte inne im herabschauenden Hund. Deine rechte Hand ist eine Druckhand. Deine rechten Finger haben Ausdruck und ein rechtes Bein steigt kraftvoll nach hinten oben für den dreibeinigen Hund. Der Fuß zeigt nach unten, die Zehen schauen runter. Dein rechter Oberschenkel ist innen rotiert, die Hüfte ist noch geschlossen. Wir wollen die gute Mitte im Unterbauch bewahren. Das rechte Bein bleibt oben und rückengeführt komme in die Planke zurück. Setze dann deinen rechten Fuß auf. Jetzt hebt sich das linke Fuß an, heißt vielleicht auch der linke Fuß. Dann drückt der linke Fußballen und schiebt zurück in den dreibeinigen Hund. Gut. Dann platziere den linken Fuß wiederum. Schau zu den Händen. Rechter Fuß kommt vor, hoher Ausfallschritt. Rechter Fuß ist zwischen deinen Händen. Linkes Knie ist oben. Dein linker Fußballen hat Ausdruck und gibt dir Ankerung und Sicherung. Drücke mal in den linken Fuß. Zieh dir die Energie Richtung Becken. Indem du die Waden zusammenziehst, kommt das linke Becken mehr nach vorne und das rechte Becken mehr zurück. Das macht eine kraftvolle Mitte. Dann hebe mit Leichtigkeit die Arme Richtung Altar. Gut. Ah, die Rippen bleiben auf dem Oberschenkel. Die Arme gehen Richtung Altar. Die Rippen bleiben auf den Oberschenkeln. Jetzt gehen mit der Ausatmung die Hände nach hinten an den Rippen vorbei und hoch. Gerne an Om Kari mal orientieren, wie die das macht. Mit der Einatmung gehen die Arme wieder vor. Gut, mit der Ausatmung gehen die Arme wieder nach hinten an den Rippen vorbei und hoch. Die Schulterblätter gehen zusammen. Jetzt gehen die Arme wieder nach vorn. Super Sache. Setz die Hände auf den Boden. Bleib hier, halte inne. Schau mal zur linken Hand. Ich würde dir empfehlen, dass die Handteller angehoben sind und du nur auf deinen Fingerkuppen dich befindest. Das ersetzt einen Klotz. Gut, die linke Hand ist in Linie mit dem hinteren Fuß. Aha. Jetzt gehen die rechten Finger auf die rechte Schulter. Rechten Finger auf die rechte Schulter. Super. Jetzt geht die rechte Schulter Richtung Ohr. Jetzt öffnet sich die rechte Schulter über die linke. Du drehst dich nach rechts. Gut. Gut. Niemand hat was gesagt von Hand ist oben. Ne? Jetzt geht erst die rechte Hand mit dem Hand auf den Kopf, an dein Hinterhaupt. Dann schiebe dein Hinterhaupt gegen die Hand, öffentlich vermehrt. Jetzt zieh dir die Energie über deine linke Hand Richtung Herz. Und der rechte Arm geht nach oben. Jetzt kannst du den rechten Arm strecken. Jetzt sind wir da. Gut. Toll. Dann geht die rechte Hand wieder nach unten. Gut. Die rechte Hand geht jenseits des Fußes rechts. Und mit der Ausatmung strecke dein rechtes Bein und verneige dich an der Innenseite deines rechten Beines. Toll. Gut. Mit der Einatmung schiebst du wieder dein rechtes Knie nach vorn. Und mit der Ausatmung verneigst du dich an der Innenseite deines rechten Beines. Wir gehen in eine Dynamik. Einatmen heißt Schub des rechten Knies nach vorn. Und aus heißt, ich verneige mich an der Innenseite meines rechten Beines. Schau bitte, dass die Finger nach unter deinen Schultern sind. Womöglich musst du noch etwas nachziehen nach hinten. Dann ist es auch angenehmer. Und auch das linke Knie kann Richtung Boden gehen, damit die linke Leistenbeuge sich auch anöffnen kann.
Wir haben sozusagen eine Win-Win-Situation. Toll, gut, dann schiebe in dein rechtes Knie. Gut, jetzt drücke in den rechten Fuß, links zu rechts, komm in die Vorbeuge. Gut, schau bitte, dass deine Finger vor den Füßen sich befinden. Gerne kannst du die Knie winkeln, so wie du es benötigst. Super. Wenn die Finger vor den Füßen sich befinden, kann man da Druck geben. Und du kannst auch gerne die Matte nach hinten ziehen, um somit über diesen Zug Kopf-Oberkörper anzuheben in die halbe Vorbeuge. Und aus, tauch ein, Vorbeuge. Zieh an deinen Fingern, zieh dich lang in die halbe Vorbeuge. Und aus, setz dich tief in den Stuhl. Die Arme kommen nach oben, Gesäß kommt runter. Gut, toll. Jetzt gehen die Mittelfinger vor deinen Füßen. Das ist eine Orientierung, um einen guten Abstand zu haben für den Stuhl. Gut, jetzt gehen die Finger auf deine Schultern. Die Schultern rollen hoch und zurück. Und du streckst deine Arme hinter den Ohren lang. Hinter den Ohren lang. Jetzt bist du in Utkatasana. Drück in die Füße, richte dich auf, komm nach oben. Hände gehen in Namaste. Verweil. Ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch schon Feuer gefangen haben, so ein bisschen. Gut. Dann schiebe mit deiner Ausatmung die Arme nach vorn. Gut, Handflächen schauen sich an. Die Finger sind aufgefächert und die Handgelenke haben Energie, die sind gerade. Du kannst mal etwas mit deinen Daumen nach oben schieben, dann hast du aktive, gerade Handgelenke. Gut, mit der Einatmung ziehe deine Arme zurück ins Gelenk, das nennt sich integrieren. Mit der Ausatmung schiebe deine Arme lang nach vorn. Ein, zieh die Arme zurück ins Gelenk, das ist integriert. Und aus, schiebst die Arme lang nach vorn. Dann zieh zurück, integriere, jetzt gehen die Arme hoch. Gut, verwebe die Hände ineinander. Stülpe die Handflächen nach oben. Gut, deine Fußballen sind gleich die Großzehenballen. Die Großzehenballen haben Ausdruck. Die Schultern gehen Richtung Ohren, die Handflächen schiebst du nach oben, machst dich mal ganz lang. Dann winkele die Ellbogen leicht an, zieh die Schultern zurück und strecke deine Arme hinter den Ohren. Jetzt hat der rechte Fußballen mehr Druck, der rechte Arm wird lang, unter der Länge komme in die Seitneigung links. Jetzt sind wir links geneigt. Links ist da, wo bei uns die Fenster sind. Genau. Dann hebe die rechte Ferse, komm noch 10, 15 Zentimeter weiter, ein gutes Stück. Dann drückst du in die rechte Ferse, kommst noch ein Stückchen weiter. Wir haben eine große Öffnung der rechten Flanke. Gut. Indem du beide Füße Richtung Mitte ziehst, bekommst du einen guten Kraft in dein Becken. Dann richte dich auf, komm nach oben und die Hände gehen Namaste, schließe die Augen, halte inne und atme in deine rückwärtige Seite. Öffne die Augen, schiebe mit der Ausatmung die Arme nach vorn, ein, integriere und hoch. Dann verwebe die Finger mal anders, der andere kleine Finger ist vorn. Stülpe die Handflächen nach oben, ein, winkle die Ellenbogen an, zieh die Schultern zurück. Strecke die Arme hinter die Ohren. Gut, schau, dass deine Rippen nicht abhauen. Die freien Rippen integriere zurück. Der Bauchnabel hat Aktivität. Dein Steißbein sinkt etwas nach unten. Macht schon was aus, ne? Jetzt drücke mal in den linken Fußballen. Linker Arm wird lang. Unter der Länge Seitneigung rechts. Parshva Parvatasana. Wir sind in einem halben Berg. Und der halbe Berg hebt seine linke Ferse an. Wie auch immer das aussieht. Gut, dann drückst du in die linke Ferse, kommst noch ein Stückchen weiter. Die Aktion kannst du gerne nochmal wiederholen. Wir öffnen die linke Flanke schön an. Die brauchen wir für später. Dann stell dir vor, ich hätte dir einen Klotz zwischen die Oberschenkeln gegeben. Du würdest den Klotz drücken. Das macht ein gutes Becken, eine gute Mitte. Mit der Einatmung kommst du wieder hoch und die Hände gehen in Namaste verweilen. Super. Mit der Ausatmung schiebe die Arme nach vorn, ein, integriere und hoch
und kommen über den Stuhl in die Vorbeuge, über den Stuhl in die Vorbeuge. Die Finger befinden sich vor deinen Füßen. Gut, einatmen, zieh dich lang in die halbe Vorbeuge und aus geht der rechte Fuß zurück. Gut, der Blick geht nochmal Richtung Nabel, der Blick geht nochmal Richtung rechter Fuß, der Fußrückenverhältnis Unterschenkel 90 Grad, dann kannst du den Blick wieder heben, der rechte Fußballen drückt, Energie ins Becken und die Arme heben nach vorn. Gut, mit der Ausatmung gehen die Hände, Arme nach hinten an den Rippen vorbei und hoch. Mit der Einatmung gehen sie wieder nach vorn. Aus gehen die Hände, Arme nach hinten an den Rippen vorbei und hoch. Und aus gehen sie wieder nach vorn. Toll, setzt die Hände ab. Gut. Die rechte Hand in Linie, besser gesagt, die rechten Finger in Linie mit dem rechten Fuß. Gut. Die linke Hand setze mal von oben auf dein Becken. Linke Hand mal von oben auf dein Becken. Gut. Dann zieh dir die Waden zusammen, hab ordentlich Energie im Becken. Jetzt gehen die linken Finger auf die linke Schulter. Die linke Schulter rollt links über rechts. Rechte Hand drückt, Energie, Herz, linker Arm strebt nach oben. Ah, toll. Wir legen die linke Hand nochmal an das Hinterhaupt, schieben unser Hinterhaupt gegen die Hand, dass die linke Schulter noch mehr nach hinten kommt. Jetzt haben wir eine größere Öffnung vorne und jetzt streben wir den linken Arm nochmal nach oben. Die Finger sind aufgefächert, wir wollen in die Freiheit, die haben Energie. Jetzt geht der linke Hand wieder runter. Gut. Das linke Bein streckt sich, wir verneigen uns an der Innenseite des linken Beines, ziehen die Hände etwas nach hinten, dass sie wieder unter den Schultern sind. Jetzt dynamisch, einatmen, linkes Knie schiebt nach vorn. Und mit der Ausatmung verneige dich an der Innenseite deines linken Beines. Das rechte Knie kann mit einem zähen Bein Richtung Boden gehen, dann hat die rechte Leistenbeuge auch was davon. Toll. Dann bleibe mal vorne geschoben mit dem linken Knie über dem Fußgelenk. Jetzt pass auf, wir gehen mit dem linken Fuß zurück in die Planke, in den Stütz zurück. Gut. Wunderbar. Die Handgelenke befinden sich unter den Schultergelenken. Gut. Jetzt pass auf. Die Knie haben einen leichten Winkel. Die Oberschenkelinnenseiten drehen nach hinten und weit. Dann wird dein Gesäß weicher und weiter. Guck mal, ob du es nachvollziehen kannst. Jetzt ziehe ein Steißbein unter dem weichen Gesäß nach hinten und unten. Schiebe deine freien Rippen nach innen, hab Verdichtung im Bauchnabel, dann winkle deine Knie leicht an, drücke in die Hände herab, schauende Hund zurück. Und da vertrittst wieder deine Fersenbeine. Rechte Hand drückt, rechtes Bein hebt sich nach hinten oben. Dreibeiniger Hund. Das rechte Bein bleibt gestreckt, auch wenn du nun rechte Hüfte über die linke bringst. Du öffnest rechte Hüfte über die linke. Genau. Und mit der Ausatmung schrauben wir wieder ein. Und mit der Einatmung schrauben wir wieder auf. Wir drehen den rechten Oberschenkel nach innen, schrauben zu. Und dann schrauben wir wieder auf. Toll. Gut, dann schrauben wir wieder zu. Rechter Fuß kommt nach unten. Linke Hand drückt. Linkes Bein kommt kraftvoll nach hinten oben. Wir schrauben auf mit linke Hüfte über die rechte und drehen wieder Oberschenkel nach innen zu. Dann schrauben wir wieder auf und so weiter. Grandios. Und schrauben wieder zu. Setz den linken Fuß auf. Rücken geführt, komm in das Brett zurück. Gut. Im Brett winkle die Ellenbogen auf 90 Grad an. Dann halbiere nochmal diese Hälfte und drück dich wieder hoch. Gut. Dann gehen die Ellenbogen wieder auf 90 Grad. Wir halbieren nochmal und dann drückst du dich wieder hoch. Gut. Ellenbogen gehen nochmal auf 90 Grad. Dann auf die Hälfte und dann lass dich absinken in Bauchlage. Hand über Hand, Stirn drauf, halt inne, vorbei. Okay.
Vielleicht registriert dein System, aha, Feuer. Wunderbar. Okay, ich möchte euch bitten, dass ihr die Stirn platziert. Die Beine sind hüftgelenksweit und die Arme streben nach vorn. Das heißt, die Arme sind nach vorne gestreckt. Die Kleinfingerkante zeigt nach unten. Die Handflächen schauen sich an. Genau. Gut. Super. So, wir integrieren den rechten Oberarm ins Gelenk und heben den rechten Arm an. Hebe auch den Kopf und den Oberkörper an. Wunderbar. Dann bringen wir die rechte Hand wieder auf den Boden mit der Kante. Diese rechte Kante drückt in den Boden. Der linke Oberarm zieht zurück ins Gelenk, dieses Integrieren. Und der linke Arm hebt sich. Kopf, Oberkörper hebt sich auch. Toll. Dann geht die linke Hand wieder runter. Die drückt in den Boden und der rechte Arm geht integriert nach oben. Das Gleiche machen wir jetzt mit dem linken Bein. Das saugt in das Hüftgelenk und wir heben das linke Bein an. Dann geht die rechte Hand wieder runter. Die drückt, der linke Arm integriert und hoch und das rechte Bein integriert und hoch. Toll. Dann setz sie wieder auf, halte inne, verweil. Hand über Hand, Stirn drauf, verweil. Okay. Gut, dann gehen die Handgelenke unter die Schultergelenke, die Handgelenke unter die Schultergelenke, die Finger sind etwas vor den Schultern, die Beine sind hüftgelenksweit. Gut, wir machen eine Beckenwelle, das heißt, die Fußrücken drücken in den Boden, dadurch heben sich Beine und Becken an, dein Steißbein zieht nach hinten unten, dein Schambein platziert wieder auf den Boden, das Becken richtet sich auf. Wir sind noch nicht oben. Dann drücke in die Hände, ziehe isometrisch die Hände zurück, die Schultern rollen hoch und zurück, du hebst dich an in eine Babykobra. Gut, jetzt bist du in der Babykobra, löst deine Hände vom Boden, die Kleinfingerseite kommt neben die Ohren, die Daumen sind außen, die Kleinfingerseite kommt neben die Ohren, die Schulterblätter gehen enger zusammen. Gut, toll. Jetzt greife bzw. verwebe deine Finger hinter dem Rücken, die Daumen befinden sich auf deinem Kreuzbein, die Ellbogen haben noch einen leichten Winkel. Dann roll deine Schulter nochmal hoch und zurück und strecke die Arme mit der Ausatmung. Gut, jetzt hebe noch beide Beine integriert an und komm nach oben. Toll, jetzt lösen sich die Finger, die rechte Ferse geht zum Gesäß, greif den Fußrücken, gleiche Aktion, andere Seite, greif den Fußrücken und spann den Bogen. Toll. Vielen hier im Raum würde ich empfehlen, dass Sie die Knieinnenseiten wieder schließen und nicht weiter als hüftgelenksweit öffnen. Und dann spannst du nochmal mit Fußrückendruck spann den Bogen. Und mit der Ausatmung leg dich wieder hin, Hand über Hand, halte inne, verweil. Toll. Dann komm bitte in die Seitlage rechts. Und zwar so, dass der rechte Ellenbogen unter der Schulter ist. Es ist Fuß über Fuß. Die Füße sind herangezogen. Wenn die Füße herangezogen sind, ist das ein geflexter Fuß. Fuß liegt über Fuß. Die Zehen sind weit, die Beine sind gestreckt. Ellenbogen befindet sich angestellt. Ellenbogen befindet sich angestellt unter der Schulter. Die rechte Handfläche schaut nach unten, der Unterarm schaut senkrecht Richtung Fenster. Toll. Die linke Hand geht auf dein linkes Becken und halte hier inne. Gut. Vergewissere dich, dass deine Füße aufeinander stehen, dass die Füße angezogen sind und die Zehen weit sind.
Es gibt ein gutes Fundament. Manche ahnen vielleicht schon, was kommt. Drücke in den Ellenbogen, drücke in die Füße, hebe das Becken an. Gut, jetzt ist das Becken oben. Und mit der Ausatmung lass das Becken wieder langsam absinken. Und mit der Einatmung hebst du wieder an. Gut, mit der Ausatmung lass das Becken wieder langsam absinken. Mit der Einatmung hebst du wieder an. Toll. Gut, jetzt hebe dein linkes Bein und setze deinen linken Fuß hinter dein rechtes Bein. Linken Fuß angewinkelt, hinter dein rechtes Bein aufsetzen. Aufsetzen, auftreten. Das linke Knie hat einen Winkel. Genau. Jetzt gehen die linken Finger auf die linke Schulter. Gut, du schiebst mehr in die rechte Fußaußenkante, drückst in den linken Fuß, dein rechtes Becken kommt nach oben. Jetzt habe ich hier Wasser verschüttet, tut mir leid. Die linke Schulter kommt Richtung Ohr und zurück. Der rechte Ellenbogen drückt und der linke Arm strebt in die Peripherie nach außen. Toll. Genau so. Wir kommen genauso wieder zurück, wie wir reingegangen sind. Linke Finger Schulter, dann Finger auf Becken, dann linkes Bein über das rechte, linker Fuß über den rechten. Gut, und dann schließe nach vorn, komm in die Bauchlage. Herrlich. Und atme einige Male tief in deinen Bauch. Lass das Feuer am Lodern. Kannst du was von meinem Wasser haben? Also. So, dann bitte auf die andere Seite. Der linke Ellenbogen unter der Schulter. Fuß über Fuß, Beine gestreckt. Ja, der linke Ellenbogen ist unter der Schulter. Der ist richtig so angestellt, aufgestellt. Genau, die rechte Hand kommt von oben auf dein Becken. Die Zehen sind weit. Drücke in Ellenbogen, drücke in Füße, hebe das Becken an. Gut. Und mit der Ausatmung langsam wieder absinken lassen. Mit der Einatmung kommst du wieder hoch. Gut. Dann wieder langsam absinken lassen. Und dann kommst du wieder hoch. Und dein rechter Fuß tritt hinter das linke Bein. Gut. Toll. Jetzt klappt das linke Becken nach oben. Die rechten Finger zur rechten Schulter. Die rechte Schulter rollt hoch und zurück. Die Schulterblätter gehen zusammen. Und der rechte Arm streckt nach hinten. Der möchte das Kinn deines Nachbars kraulen. Guck mal, ob du so weit kommst in die Öffnung. Jetzt gehen die rechten Finger auf die Schulter. Rechts über links. Rechte Hand kommt auf dein Becken. Rechter Fuß auf den linken. Gut, dann kommst du wieder runter und legst dich auf den Bauch zurück. Ein großer Atemzug in deinen Bauch. Toll. Die Handgelenke gehen unter die Schultergelenke. Du ziehst dich lang in eine Kobra, drückst in die Hände zurück, herabschauender Hund. Im herabschauenden Hund angekommen. Winkle deine Knie nochmal leicht an. Schiebe dein Gesäß nach oben. Dann schiebst du mit den Händen die Matte nach vorn, streckst die Beine an und wirst weich in deinem Herz. Das heißt, du wirst weich zwischen deinen Schulterblättern. Du kannst da viel Länge erzeugen dann. Okay, das rechte Bein hebt sich kraftvoll nach hinten oben an. Gut. Aha. Jetzt geht die rechte Ferse zum Gesäß. Gut. Jetzt haben die rechten Finger, die haben mehr Ausdruck und die linke Hand greift sich nun von hinten den Fußrücken und spannt den Bogen, den Hundebogen. Und über den Druck des Fußrückens gegen die Hand geht das Knie noch höher, spannt den Hundebogen. Toll. Gut. Dann kommst du wieder mit dem Fuß runter. Knie bitte auf den Boden. Knie mattenweit. Gesäß auf die Fersenbeine. Arme lang. Position des Kindes mit langen Armen. Halte inne.
Bitte die Hände nicht neben die Füße, die Arme bleiben vorn. Wir wollen die Energie einfach oben halten. Wir wollen keine Decke über das Feuer breiten. Wir wollen eher ein bisschen Öl da reingeben. Gut. Okay. Dann wandere mit deinen langen Fingern und eingestöpselter Shushumna. Das heißt, dein Steißbein zieht nach hinten. Das ist ein Einstöpseln der Shushumna. Wandere mit den Fingern mal nach rechts. Und wenn du meinst, es ist Ende, kommt die linke Hand von oben auf deine rechten Handrücken. Dann ziehst du dich mit der linken Hand lang und machst die linke Flanke nochmal schön auf. Super. Dann wanderst du in die Mitte zurück. Jetzt geht's nach links. Wenn du meinst, es ist Ende, geht die rechte Hand von oben auf die linke. Dann zieht sich die mehr lang. Aha, bist immer noch eingestöpselt in der Shushumna Ladestation. Und da ist halt Starkstrom drauf, ne? Wanderst du wieder in die Mitte zurück. Toll, zieh deine Hände eine Handlänge nach hinten, komm bitte in den Vierfüßler und vergewissere dich, dass du an der vorderen Viertel deiner Matte dich befindest. Super. Jetzt, linker Fuß geht zurück, hoher Ausfallschritt. Rechts dazu kommen die Planke, winkel die Knie leicht an und schiebe dich zurück in den herabschauenden Hund. Gut. So, jetzt, linken Finger drücken, linkes Bein steigt nach hinten oben. Gut. Jetzt hat er die linke Ferse möchte zum Gesäß, die linken Finger drücken und die rechte Hand greift sich von hinten den Fußrücken und dann spannt der Fußrücken gegen die Hand den Hundebogen. Das ist ja mal ein Projekt. Gott, dann geht die rechte Hand wieder runter. Das linke Bein kommt wieder runter. Jetzt geht der rechte Fuß nach vorn. Der drückt, der verankert. Du ziehst die Energie über den linken Fuß in dein Becken, hoch zum Herz, die Arme heben über vorn. Dann integrier, drück in den vorderen Fuß, hebe dich an, komm in Alanasana. Gut. Jetzt winkelt sich das hintere Knie leicht an. Dann zieht sich das Steißbein nach unten vorn. Dein Becken richtet sich auf. Dann streckst du dein linkes Bein wieder durch und schiebst vermehrt in dein rechtes Knie. Schiebst vermehrt in dein rechtes Knie. Gut, toll. Jetzt gehen die Hände an dein Hinterhaupt. Die Schultern, Ellenbogen kommen zurück. Du lehnst dich mit deinem Hinterhaupt in die Hände. Dein Brustbein, dein Herz wird ganz groß. Gut, und dann streckst du deine Arme hinter den Ohren und machst dich ganz auf. Toll. Jetzt gehen die Hände Namaste. Linke Ellenbogen, rechtes Knie, Kante an. Linke Ellenbogen, rechtes Knie, Kante an. Gut. Die rechte Schulter rollt hoch und zurück. Aha. Jetzt schau mal Richtung Boden. Such dir einen Fixpunkt auf dem Boden. Jetzt kommt der linke Fuß nach vorn, gedrehter Stuhl rechts. Linke Fuß kommt nach vorn, gedrehter Stuhl rechts. Jetzt bleib hier. Jetzt bist du im gedrehten Stuhl. Dann strecke deine Arme hinter deinen Ohren vorbei Richtung Altar. Streck. Jetzt drehst du dich ins Gerade, drückst in die Füße, richtest sie auf, kommst nach oben. Hände Namaste. Verweil. Oh. Toll. Deine Knie streben nach vorn, dein Gesäß setzt tief, komm in den Stuhl. Rechter Ellenbogen, linkes Knie, Kante an. Gut, die linke Schulter rollt über die andere Seite. Ja, genau. Linke Schulter rollt über die rechte. Gut, je mehr du dich hinsetzt nach hinten, machst du den Oberkörper mehr lang. Schau mal, dass deine Kniegelenkspalte in einer Linie bleiben. Du musst dein linkes Knie wieder nach vorne schieben.
Mein Rechtes kommt zurück. Jetzt strecke deine Arme an den Ohren vorbei. Gut. Aha. Dann Kante nochmal an. Gut. Jetzt schau auf den Boden. Gut. Jetzt geht der rechte Fuß zurück. Gut. Jetzt strecke deine Arme an den Ohren vorbei. Gut. Jetzt dreh dich in den Alanasana Halbmond zurück. Richte dich auf. Oh, toll. Jetzt kommen die Finger auf die Schultern. Die Schultern rollen hoch und zurück und die Arme strecken hinter den Ohren. Grandios. Jetzt kommen die Hände auf den Boden. Links zu rechts kommt zurück, herabschauende Hund, vertrete die Fersenbeine. Oh. Wir vertreten also die Fersenbeine im herabschauenden Hund. Wir halten inne, winkeln nochmal die Knie leicht an, schieben das Gesäß nach oben, schieben in die Hände, machen uns lang, strecken unsere Beinchen an. Gut, jetzt geht das rechte Bein nach oben. Gut, rechte Ferse zum Gesäß. Rechte Hüfte über die linke. Linke Hand drückt vermehrt. Jetzt pass auf, der obere Fuß geht jenseits der Matte links. Du schiebst in die linke Fußaußenkante, öffnest dich. Jetzt gehen die rechten Finger auf die rechte Schulter. Gut. Der Trick ist, das Steißbein Richtung linke Kniekehle zu schieben und vermehrt deine linke Fußaußenkante zu schieben in den Boden, sodass die Fußsohle fast schon flächig ist. Jetzt roll die Schulter nochmal und dann hebe den rechten Arm und komme in Chamatkarasana. Jetzt findet die rechte Hand den Boden. Du drehst die linke Ferse nach oben. Das rechte Bein steigt, dreibeiniger Hund. Schließ den rechten Oberschenkel nach innen. Setz auf, Knie erden, Knie matten weit, Position des Kindes, lange Arme vorbei. Und vielleicht ist es schon so ein bisschen warm geworden. Okay, die Finger ziehen, beziehungsweise die Hände ziehen eine Handlänge nach hinten, drück in die Knie, richte dich auf. Gut, vier Füßler zurück. Dann mach mal den rechten Fuß nach hinten, links zu rechts, komm in den Stütz und über den Stütz komm in den herabschauenden Hund. Linke Hand drückt, linkes Bein steigt nach oben. Gut, Ferse zum Gesäß, Gewichtsverlagerung rechts. Roll auf die rechte Fußaußenkante, der obere Fuß jenseits der Matte rechts. Du drehst dich. Gut, die linken Finger kommen auf die linke Schulter. Du schiebst in die rechte Fußaußenkante. Dein Steißbein möchte Richtung linke Kniekehle, dein Becken richtet sich auf. Du holst dir die Energie über die rechte Hand zum Herz. Die linke Schulter geht nach oben, hebe an und werde weit. Super. Toll. Linke Hand findet den Boden. Rechte Ferse dreht nach oben, linkes Bein steigt. Du schließt wieder die Hüfte. Links zu rechts kommen den herabschauenden Hund. Gut, Vinyasa, tauche durch, komm ins Brett. Setze mit oder ohne Knie auf, komm nach unten. Zieh dich lang in die Cobra und drücke dich zurück in den herabschauenden Hund. Gut. Dann tippe nach vorn. Tipp, 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 tipp. Dann kannst du dich nochmal langziehen, die halbe Vorbeuge. Und wir treffen uns im Stuhl. Dann drückst du in die Füße, richtest dich auf, kommst nach oben. Hände Namaste, vorbei. Okay, dann guckt euch mal bitte an, was ich mit Omkari hier präsentiere. Und zwar, Omkari, komm bitte in den Vierfüßler. Okay, die Finger sind gut aufgefächert. Und die Finger, die kleinen Finger, schließen mit dem Mattenende ab.
Du bist eher so etwas mehr als schulterweit. Du hast eine große Unterstützung dann. Gut. Handgelenk unter den Schultergelenken, Kniegelenk unter den Hüftgelenken. Jetzt geht der rechte Fuß nach hinten. Gut. Sie drückt ihren Großzehenballen in den Boden. Das Bein wird stark. Die Energie zieht sich ins Becken. Jetzt kommt links dazu, die kommt in den Stütz, winkelt ihre Knie leicht an, schiebt sich zurück in den herabschauenden Hund. Gut. Jetzt wandert sie mit den Füßen eine Fußlänge nach vorn, dass die Fersen erden können. Dann schaut sie zu ihren Händen. Gut. Und ihr als Hilfeleistender, ihr seid hier seitlich, habt eine große Unterstützung und ihr legt eine Faust auf das Kreuzbein. Und ihr fragt euch, ihr fragt dann, welches Bein kommt hoch für den Handstand? Also, welches Bein kommt hoch? Aha, ihr linkes, dann weiß ich Bescheid, ich muss aus der Schusslinie raus. Gehe also auf die andere Seite. Aber der Präsentation wegen bleibe ich mal hier. Ich bin dann Wand. Das heißt, mein Arm streckt hier und mein Arm ist über ihren Handgelenken. Und ich bin dann Wand. Jetzt machen wir es einfach so, Omkere, dass du dich umdrehst. Gut. So, dann bin ich hier Wand, weil ihr linkes Bein kommt ja gleich hoch, ist aus dem Schussfeld raus. Gut. Fersen sind geerdet. Okay. Jetzt schaut Omkere Richtung Hände und sie schiebt ihre Oberarme weiter nach vorn, dass sie fast schon über den Handgelenken sich befindet. Das ist zu viel, komm noch ein bisschen zurück. Gut. So, genau. Jetzt ist es vor allem wichtig, in die Kleinfingerballen und in die Handballen zu drücken. In die Kleinfingerballen und Handballen zu drücken. Die Finger sind gut verwurzelt. Du bist ja der Hilfeleistender. Dann kommt auf meine Ansage, ich leite euch da durch, ich begleite euch durch. In ihrem Fall der rechte Fuß hier in die Mitte. Und mit der Ausatmung tritt sie drauf und schwingt ihr Bein nach oben. Okay, rechter Fuß vor und hopp. Gut, ihr fangt auf. Linke Hand an den Oberschenkeln, rechte Hand mit den Fingern an den Waden. Das wäre eine günstige Hilfestellung. Omkere drückt mit den Händen nach unten. Gut, sie fächert ihre Zehen auf, schiebt sich richtig mit dem Fußball nach oben. Sie integriert ihre Rippen. Gut, und hält im Endeffekt selber. Wunderbar. Knie absetzen. Fäuste machen, Faust über Faust, Stirn drauf, Druck geben, den Nacken entlasten. Super Sache. Dann kommt bitte mit eurem nächsten Nachbarn zusammen. Es wäre günstig, ähnliche Größe und es wäre günstig, womöglich gleiches Geschlecht. Dann macht bitte aus, wer beginnt. Ihr zwei. Gut. Du da hinten. Komm hier vor, bitte zu Omkari. Ja. Wenn es okay für dich ist, ne, das wird aufgenommen. Gut, dann kommst du hier vor. Danke dir. Jetzt. Hey, noch keine Handstände, ich leite euch da durch. Okay. Derjenige, der beginnt, kommt in den Vierfüßler. Derjenige, der beginnt, kommt in den Vierfüßler und zwar an den vorderen Mattenbeginn. Ne? An den vorderen Mattenbeginn. Gut. Jetzt. Entspann dich. Gut. Jetzt pass auf. Habt ihr, wer beginnt? Okay, dann komm in den Vierfüßler bitte. Okay. Handgelenke befinden sich unter den Schultergelenken, Kniegelenke unter den Hüftgelenken und die Finger sind weit. Die Finger sind weit. Gut. Jetzt kommt der rechte Fuß nach hinten, hoher Ausfallschritt. Tritt da drauf, links dazu, komm in das Brett. Gut. Ihr da hinten, fallt da nicht aus der Rolle, macht bitte mit, nicht an der Wand, nicht an der Fenster, ich leite euch durch, hallo. Das ist ein Gemeinschaftsding hier. Kommt bitte einer in den Vierfüßler, macht bitte das, was ich sage.
Okay, jetzt winkel die Knie leicht an, komm in den rabschauenden Hund. Wir treffen uns im rabschauenden Hund. Okay, wir sind jetzt im herabschauenden Hund. Gut. Jetzt laufe mit den Füßen eine Fußlänge nach vorn, bis die Fersen runterkommen. Gut. Jetzt kommt der Hilfeleistende und legt sich einfach eine geschlossene Faust auf das Kreuzbein und fragt, welches Bein kommt hoch. Und signalisiert das mal. Gut. Jetzt müsst ihr auf die entsprechende diagonale Seite, auf die andere Seite, wo das Bein nach oben gekommen ist. Ihr Hilfeleistenden seid jetzt in Höhe der Handgelenke. Ihr streckt einen Arm, der Arm ist in Höhe der Handgelenke. Ihr seid Wand. Ihr seid Wand. Gut. Super. Und ihr da unten, ihr drückt vor allem in die Kleinfingerballen und in die Handballen. Ihr drückt eher die äußere Handkante. Gut. Jetzt mit der Einatmung trete nach vorn und hopp, komm nach oben. Und hopp, kommst nach oben. Toll. Jetzt drücke in die Hände, drücke in deine Fußballen. Super. Gut. Dann halte selbst den Handstand. Sehr gut. Toll. Drück in die Hände, drück in die Fußballen, schieb dich hoch. Gut. Ihr Hilfeleistenden, greift an den Leistenbeugen, führt wieder raus, führt wieder raus. Position des Kindes, Faust über Faust, Stirn drauf, halte inne. Gut. Innehalten. Alle die Augen schließen, Stille. Toll. Und jetzt wechselt die Partner. Die andere Person kommt in den Vierfüßler. Bitte, andere Person kommt in den Vierfüßler. Das müsste eigentlich gehen, ne? Auch die Handstandakrobaten hier im Raum könnten das verstehen, dass eine Person jetzt im Vierfüßler ist und die andere Person Hilfeleistender. Die Handgelenke befinden sich unter den Schultergelenken, die Kniegelenke unter den Hüftgelenken. Gut, die Finger sind aufgefächert. Der rechte Fuß kommt zurück, hoher Ausfallschritt, links dazu Stütz, Knie winkeln, langer herabschauender Hund. Dann tippe mit den Füßen etwas rein, dass die Fersen Kontakt haben auf den Boden. Gut, Hilfeleistender kommt, Faust auf ein Kreuzbein und fragt, welches Bein kommt hoch? Signalisiert das. Jetzt müsst ihr auf die gegenüberliegende Seite, damit ihr das Bein nicht abbekommt. Jetzt seid ihr Wand, der Arm wird gestreckt in Höhe der Handgelenke. Der Arm wird gestreckt in Höhe der Handgelenke. Die Faust kann wieder weggehen. Gut. Jetzt, ihr da unten im Hund. Die Oberarme streben nach vorne, dass sie fast über den Handgelenken schon sind. Drücke in die Fingerkuppen, drücke in die Kleinfingerballen. Dann kommt der andere Fuß nach vorn, tritt mit der Ausatmung drauf und hopp, kommst nach oben. Und hopp, kommst nach oben. Gut. Toll. Im Handstand schiebt die Fußballen nach oben. Im Handstand schiebt die Fußballen nach oben. Drück in deine Hände. Drück in deine Hände. Gut. Genau. Super. Dann kommst du wieder runter. Faust über Faust, Stirn drauf, halte inne. Gut. Dann bedank dich bitte bei deinem Partner in Namaste. Vielen Dank. Und kommt auf eure Matte zurück zum Stehen. Ihr kommt auf eure Matte zurück zum Stehen. Super Sache. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Ihr kommt jetzt auf eure Matte zurück zum Stehen. Einfach mal nur
innehalten. Der Blick öffnet sich. Der Blick schaut zu den Füßen. Ihr habt gerade Füße und hüftgelenksweit geöffnete Beine. Kannst den Blick wieder heben. Die Finger verweben sich hinter deinem Rücken. Die Finger verweben sich hinter deinem Rücken. Die Ellbogen haben einen leichten Winkel und die Daumen sind auf deinem Kreuzbein. So. Mit der Einatmung ziehen wir die Schultern Richtung Ohren, führen sie zurück und mit der Ausatmung strecken wir die Arme lang. Mit der Einatmung winkeln wir die Ellenbogen wieder an, Schultern gehen wieder vor und mit der Ausatmung wieder absinken lassen. Einatmen, Schultern gehen hoch, aus, zurück und wir strecken die Arme nach hinten und hoch. Ein, wieder winkeln, Schultern wieder vor und wieder absinken lassen. Ein, die Schultern gehen hoch, aus, gehen sie zurück und wir strecken die Arme lang und hoch. Ein, wieder winkeln, Schultern vor und aus, wieder sinken lassen. Gut, jetzt bleibt da. Stell dir vor, du hättest so eine Energiekugel in den Händen. Es ist ein Feuerball in den Händen. Die Arme sind nun gestreckt und die Daumen und Handballen haben keinen Kontakt mehr. Die Finger sind weiterhin verwoben. Die Daumen und Handballen haben keinen Kontakt mehr. Die Finger sind aber weiterhin verwoben. Gut, jetzt zieh dir bitte dein Steißbein nach hinten unten. Dein Becken richtet sich auf. Der Schambein kommt Richtung Nabel. Gut, jetzt atmest du in dein Brustbein, wirst groß und lässt dich über die Länge nach hinten absinken, nach hinten absinken. Genau, jetzt geht das Steißbein nochmal nach unten vorn, dein Becken richtet sich mehr auf. Der Bauch schiebt das Brustbein nach oben, das Herz öffnet sich nach oben und du lässt dich von der Energiekugel und der Ausatmung nach unten absinken in ein Backbend. Das könnte ein Backdrop werden, mal gucken, wie weit du kommst. Ha. Toll, gerne die Knie winkeln. Gut, mit der Einatmung schiebst dein Brustbein nach oben. Dann richtest dich wiederum auf, kommst nach oben. Finger wieder lösen, Hände neben den Oberschenkel Außenseiten, verweide halt in eine große Öffnung, große Dehnung. Mhm. Wunderbar. Jetzt gehen die Hände Namaste. Gut, dann schieben die Knie nach vorn. Du setzt dich hin auf einen tiefen Stuhl. Gut. Jetzt kommt der rechte Fuß über dein linkes Knie. Rechte Fuß auf über dein linkes Knie. Gut. Jetzt gehen die rechte Hand auf dein rechtes Knie. Die linke Hand geht auf deine Fußsohle. Und jetzt schiebst du mit deinen Händen deinen Unterschenkel zusammen. Schieb mal wie so eine Ziehharmonika deinen Unterschenkel über Druck der Hände zusammen. Dann wird hinten dein Gesäß ganz weit, da geht's auf. Ne? Mach mal dein Gesäß ganz weit, da geht's auf. Und mit der Ausatmung sinkst du dich etwas tiefer mit dem Gesäß nach unten. Und es ist die Fußaußenkante, die auf dem Oberschenkel ist, genau. Und dann drückst du hier von außen, von da und von da. Und dann kannst du den Unterschenkel zusammendrücken. Dann wird das Gesäß weit. Aha, gut. Jetzt gehen die Finger auf den Boden. Und die rechten Zehen, die verhaken sich um den Oberarm. Die haken richtig im Oberarm ein. Gut. Jetzt haben deine linken Finger noch Kontakt. Die rechten Finger gehen auf die rechte Schulter. Die rechten Finger gehen auf die rechte Schulter. Die rechte Schulter rollt hoch und zurück, rechts über links. Und dann hebt sich dein rechter Arm nach oben. Pavritta Hindolasana. Toll. Jetzt gehen die rechten Finger auf die rechte Schulter. Du schließt wiederum. Jetzt schiebst dein Gesäß etwas nach hinten, sinkst mehr nach unten. Die Hände gehen in Namaste. Gut. Dann gehen die Finger auf deine Schultern, die Schultern rollen hoch und zurück und die Arme heben hinter deinen Ohren in den einbeinigen Stuhl. Gut. Jetzt drückst du in deinen linken Fuß, richtest dich auf, kommst nach oben, rechts neben links, Hände Namaste, verweile. Ah.
Ganz toll. Knie schiebe nach vorn, Gesäß schiebt nach hinten, Stuhl. Jetzt geht der linke Fuß mit der Außenkante über dein rechtes Knie. Aha. Jetzt geht die rechte Hand an deine Ferse, an dein Fersenbein, an die Sohle. Die linke Hand geht an dein linkes Knie. Und du drückst mit deinen Händen deinen Unterschenkel zusammen. Das machst du idealerweise mit jeder Einatmung. Und mit der Ausatmung kommst du noch etwas tiefer. Heißt nicht, dass du nicht weniger drückst mit der Ausatmung, aber kommst du etwas tiefer. Je mehr du drückst, umso weiter wird es hinten. Jetzt gehen die Finger vor dir auf den Boden. Deine rechten Zehen, die Stülpen, die ziehen nach oben, um den Oberarm rum. Die schmiegen sich so um den Oberarm. Da hast du einen guten Griff. Und der Griff hält. Der muss halten, damit die linken Finger nun auf die linke Schulter können. Die linke Schulter rollt hoch und zurück. Du ziehst dir die Energie über die rechten Finger ins Herz und der linke Arm strebt nach oben. Toll. Jetzt gehen die linken Finger wieder auf den Boden. Gut, du setzt dich tiefer. Gut, Hände in Namaste. Aha, jetzt gehen die Finger auf die Schultern, rollende Schultern. Setz dich tiefer und strecke deine Arme hinter deinen Ohren in die Länge. Super. Drücke den Fuß, richte dich auf, komm nach oben. Links neben rechts, Hände Namaste, verweil. Ah, toll. Die Füße sind gerade, die Beine sind hüftgelenksweit. Der Blick geht zum rechten Fuß. Der rechte Fuß öffnet sich auf dem Fersenbein 45 Grad nach außen. Gut. Dann schau mal zu deiner rechten Kleinzehenreihe. Die Hände sind aufgeräumt von oben auf dein Becken. Der Blick ist zur rechten Kleinzehenreihe. Der Abstand rechte Kleinzehenreihe, äußerer rechter Mattenrand, der verändert sich nicht. Der Abstand bleibt gleich. Und die Hände sind von oben auf dein Becken. Schaut alle mal zur Umkehrie. Ihre Finger sind vorn, ihre Daumen sind hinten. Das sind einfach aufgeräumt. Das sind keine 45 Grad, das sind 90. Noch ein bisschen schließen, genau. Genau. Das Becken bleibt auch, das rechte Becken bleibt auch vorne. Ne? Das bleibt so parallel, das bleibt vorne. Symmetrisch sozusagen. Jetzt setze den rechten Fuß mit einem Ausfallschritt nach hinten, so dass es für dich passt. Gut. Toll. Das war's. Jetzt schiebe, oder ich sag mal so bounce, ne? Bounce mit dem rechten Becken vor und mit dem linken zurück. Schieb dich da mal richtig rein, mit dem rechten Becken vor und mit dem linken zurück. So wut, wut. Genau. Super. Gut. Dann bleibt das Becken vorne. Das bleibt symmetrisch, das bleibt parallel. Kannst mal zu deinen Händen schauen, ob die gerade sind, ne? Als Orientierung. Dann richtest du den Kopf wieder auf. Gut, jetzt pass auf. Drücke den rechten Großzehenballen. Und der rechte Großzehenballen möchte zur Innenferse. Das initiiert, dass dein rechter Oberschenkel nach innen dreht, beziehungsweise die rechte Oberschenkelinnenseite geht nach hinten und weit. Dadurch kommt dein rechtes Becken mehr nach vorn und das linke Becken kommt zurück. Gut, dann schiebe in dein linkes Knie über dein Fußgelenk. Gut, dein linker Oberschenkel möchte eher in eine Außenrotation. Dein linker Sitzbeinhöcker sinkt nach unten. Gut, jetzt geht der Blick Richtung Nabel. Du machst dich rund, atmest deinen unteren Rücken nach hinten weg, schaffst da Raum über deinen Atem. Jetzt hebst den Blick wieder an. Die Arme gehen nach vorn. Einatmen, integrieren hoch. Virabhadrasana, verweil. Die Ellbogen winkeln sich an, die Schultern gehen zurück, die Arme strecken hinter den Ohren.
die Hände verwoben an deinem Hinterhaupt, lehn dich nochmal zurück. Das Herz schiebt sich nach vorne oben und die Arme strecken sich lang hinter den Ohren. Rückgeneigtes Virabhadrasana. Die Hände gehen wieder in Namaste. Gut. Über den Druck des linken Fußballens streckt sich dein linkes Bein. Streckt sich dein linkes Bein. Dann denke mal Steißbein. Steißbein geht nach unten. Du machst dich rund, kommst in die Vorbeuge, Fingersätze auf. An der Innenseite deines gestreckten linkes Beins neigst dich nach unten. Über den Druck der Finger zieh dich nochmal lang, halbe Vorbeuge und aus, verneig dich an der Innenseite, Vorbeuge. Toll, das kannst du ein paar Mal machen. Jetzt sind die rechten Finger in Linie mit dem hinteren Fuß. Ich würde dir empfehlen, die Fingerkuppen aufzusetzen, den Handteller anzuheben, er setzt einen Klotz. Jetzt gehen die linken Finger auf deine linke Schulter. Die linke Schulter rollt hoch und zurück. Gut. Die rechten Finger ziehen isometrisch die Matte nach hinten. Die rechte Flanke wird auch lang. Dann roll nochmal die Schulter und der linke Arm geht hoch. Pavritta Trikonasana. Das sieht voll schön ausgerichtet jetzt. Toll. Lass bitte den Kopf nicht hängen, das rechte Ohr hängt nicht, der Kopf ist gerade und er kann noch nach oben drehen Richtung Hand. Okay. Jetzt kommen die linken Finger wieder nach unten, jenseits des Fußes links. Gut. Dann atme nochmal ein, verneig dich nochmal an der Innenseite deines linken Beines. Gut. Gut. Aha. Jetzt kommen die Hände von oben auf dein Becken. Gut, du winkelst das rechte Knie etwas an, ziehst mit deinen Füßen die Matte zusammen, Steißbein sinkt ab, du richtest dich auf, kommst nach oben. Gut, rechter Fuß kommt nach vorn, Hände Namaste, vorbei. Und vergewisserst dich, dass du auf der Matte dich befindest, im dem vorderen Viertel mit den Füßen und Beinen hüftgelenksweit, sonst funktioniert ja das Maß gar nicht. Ne? Wenn du jetzt die Beine schließt, funktioniert es nicht so unbedingt. Außer natürlich, wenn das für dich hüftgelenksweit darstellt, aber das ist wahrscheinlich eher nicht so. Okay, der Blick geht zum linken Fuß. Der linke Fuß öffnet sich 45 Grad nach außen. Der Abstand, kleine Zehenreihe, äußere Matte verändert sich nicht. Der linke Fuß geht nach hinten. Gut. Die Hände sind am Becken und du schiebst einige Male das linke Becken nach vorn und das rechte kommt zurück. Linkes Becken kommt vor, rechtes kommt zurück. Gut. Jetzt bleibt das linke Becken vorne, das rechte bleibt zurück und die Hände sind einigermaßen in einer Linie dann. Wir wollen einfach ein gerades Becken haben. Ne? Das kannst du initiieren, indem du mit dem linken Fußballen drückst. Und der linke Fußballen, was gleich der Großzehenballen ist, möchte zur inneren hinteren Ferse. Das ist so, als würdest du hier was nach innen wegwischen. Dadurch dreht sich der Oberschenkel nach innen, das linke Becken kommt vor, du schiebst dein rechtes Knie über das Fußgelenk und lässt das rechte Becken mehr absinken. Gut, dann schau mal Richtung Nabel, ob er noch da ist. Schieb mal den unteren Rücken mehr nach hinten, schieb mal den unteren Rücken mehr zurück. Dann hebst du den Kopf. Gut, jetzt gehen mal die Finger auf die Schultern. Die Schultern rollen und die Arme heben hinter deinen Ohren. Virabhadrasana. Toll. Jetzt dürfen die Hände wieder gefächert werden und an dein Hinterhaupt. Die Schultern, Ellenbogen ziehen sich zurück. Du lehnst dich da richtig rein. Toll. Und jetzt gehen die Arme nach hinten oben in eine rückgeneigte Kriegerin. Dann gehen die Hände Namaste, über Schub deines Brustbeins gegen die Daumenballen richte dich auf, das rechte Bein streck, gut, Steißbein sinkt ab,
Becken kippt, mach dich rund, Vorbeuge. Finger rechts und links. Gut, dann ziehst du dich lang mit den Fingern, hebst du an und mit der Ausatmung an der Innenseite deines rechten Beins dehnst du und öffnest du. So, die linken Finger bleiben, die rechten Finger gehen auf die rechte Schulter, die rechte Schulter rollt hoch und zurück. Die linken Finger drücken und ziehen. Das macht die linke Flanke lang. Dann zieh nochmal die rechte Schulter Richtung Ohr, rechts über links und dann geht der rechte Arm nach oben und der Kopf kann folgen. Toll. Jetzt gehen die rechten Finger nach unten wiederum. Du tauchst nochmal über die Länge ein an der Innenseite deines rechten Beines. Ziehst nochmal lang. Gut, jetzt gehen die Hände von oben hinten auf dein Becken. Das rechte Knie hat einen leichten Winkel. Du ziehst die Waden zusammen, Energie im Becken, richtest dich auf, kommst nach oben. Linker Fuß kommt vor, Hände Namaste, vorbei. So, es gibt die Möglichkeit, etwas zu trinken. Wir machen dann im Sitzen weiter, in einer Grätsche. Ihr habt genügend Platz, ihr könnt also euch hinsetzen, die Beine dann öffnen und grätschen. Omkarie orientiert sich Richtung Kamera, Richtung Teilnehmer, Teilnehmenden. Wenn du deine Beine geöffnet hast, abgewinkelt hast, dann zieh nochmal händisch deine Gesäßmuskeln, Gesäßhälften hervor. Es geht auch, die Oberschenkel nach innen zu drehen, dass der Hüftkopf gut verankert ist im Sockel. Die Beine sind angestreckt und die Füße sind aktiv. Die ziehen also heran. Die Füße sind geflext, die Zehen sind geweitet. Und die Oberschenkelknochen, die ziehst du nochmal so ran ins Gelenk. Die saugst du nochmal so ran ins Gelenk. Die Oberschenkelknochen nochmal so ran ins Gelenk. Fühlt sich aufgeräumt an. Jetzt gehen die Finger rechts und links neben deine Becken. Finger rechts und links neben dein Becken. Dann kann man mit den Fingern drücken. Man kann die Finger auch nach hinten ziehen. Das richtet dich auf. Dann gehen die Hände in Namaste, die Augen schließen, verweilen. Verlier die Aufrichtung nicht, wir halten inne. Dann öffne die Augen, die Finger gehen vor dir auf die Matte. Gut, jetzt schau mal Richtung Bauchnabel. Gut, dann hebe den Kopf wieder an. Mit der Einatmung wandere mit den Fingern nach vorn. Und mit der Ausatmung machst du dich rund. Mit der Einatmung wanderst du mit den Fingern nach vorn, schaffst Länge. Mit der Ausatmung machst du dich rund. Super. Einatmen heißt, ich ziehe mir die Energie über meine Füße, Beine in die Hüfte, werde lang und mit der Ausatmung gebe ich ab. Ich expandiere, ich mache weit. So, jetzt wandere mit deinen Fingern nach rechts. Die rechten Finger gehen jenseits des rechten Beines. Die linke Hand geht auf die Außenkante des rechten Fußes oder da, wo du hinkommst. Die linke Hand kann auch am rechten Knie sein außen. Oder Fuß, mal gucken, wo du hinkommst. Gut. Die rechten Finger sind jenseits des rechten Beines. Die Finger sind aufgesetzt und die Finger, pass auf, die Finger befinden sich unter dem Ellbogen und der Ellbogen in Linie mit der Schulter. Das heißt, der Ellenbogen ist oben. Die Finger befinden sich unter dem Ellbogen und Ellbogen in Linie mit den Schultern. Heb den Blick. Omkari, mach das nochmal. Mach das nochmal, was du gerade gemacht hast. Finger unter Ellbogen, Ellbogen, Linie, Schultern. Toll, ne?
Jetzt kann man nämlich mit den Fingern drücken und ziehen nach hinten. Das macht die rechte Flanke lang. Mit der Einatmung zieh dich lang, mit der Ausatmung verneigst dich an der Innenseite deines rechten Beines. Bitte bleib da in der Pulsation, bleib in der Bewegung, es ist nichts Statisches. Mit der Einatmung ziehst du mit den Fingern nach hinten, mit der Ausatmung verneigst dich an der Innenseite. Du pulsierst dich da so rein. Super. Jetzt geht der rechte Ellbogen an die Innenseite deines rechten Beines. Die rechte Hand greift sich von innen den rechten Fuß. Die Handfläche schaut nach oben. Gut. Der rechte Ellenbogen an der Innenseite deines rechten Beines. Gut. Jetzt geht die linken Finger auf die linke Schulter. Die linke Schulter rollt hoch und zurück, links über rechts. Und jetzt geht die linke Hand an dein Hinterhaupt. Gut. Und du lehnst dich mit deinem Hinterhaupt in die Hand, schiebst die rechten Rippen nach vorn, die linken rollen zurück und dein Herz möchte nach oben. Und jetzt geht dein linker Arm am linken Ohr hinten vorbei und greift sich die rechte Fußaußenkante. Das sieht schon super aus so. Genau so. Super. Dann schließe mit der linken Schulter nach vorn, wandere über die Mitte lang, in der Mitte ziehst du dich nochmal lang, bevor dann die andere Seite drankommt. Bevor du dann auf Wanderschaft gehst nach links, dann geht die rechte Hand zu äußeren linken Fuß oder anders. Und die linke Hand versetzt sich mit den Fingern jenseits des linken Beines. Finger unter Ellbogen, Ellenbogenlinie Schultern. Wir können nochmal den Blick heben zu Omkari schauen. Sie zeigt das nochmal. So, genau so. So super, ja. Dann geben die linken Finger Druck und Zug nach hinten. Das macht die linke Flanke lang. Und über die Länge verneigen wir uns an der Innenseite des linken Beines. Dann pulsieren wir da rein. Und du denkst dir immer, das mache ich in dieser Praxis, mit der Einatmung mache ich meine Oberschenkelinnenseiten nach hinten und weit. Ich mache mein Gesäß weit, ich ziehe die Sitzbeinhöcker auseinander. Mit der Ausatmung ziehe ich unter der Weite ein Steißbein nach unten vorn. Das ist so ein Impuls. Super. Jetzt geht der linke Ellenbogen an die Innenseite des linken Beines, greift sich von innen den Fuß, die Handfläche schaut nach oben. Dann gehen die rechten Finger auf die rechte Schulter. Der linke Ellenbogen drückt, rechte Schulter über die linke. Gut. Hand an Hinterhaupt. Hinterhaupt lehnt sich gegen Hand, rechte Schulter kommt mehr zurück. Gut. Und jetzt kommt der rechte Arm hinter deinem rechten Ohr und greift sich die linke Fußaußenkante. Die linken Rippen schieben vor, die rechten Rippen gehen zurück. Und es ist Energie von deinen Oberschenkelknochen im Becken. Dass du deinen Kontakt nicht verlierst, dass dein Fundament nicht verloren geht. Dann schließe mit der Ausatmung deine rechte Schulter nach vorn, wandere wiederum in die Mitte, zieh dich dann nochmal lang und verneige dich mal ganz lang in deiner Mitte. Jetzt bist du ganz lang von den Flanken. Über den Druck der Fingerkuppen bekommt dein Rücken Entlastung, wandere mit den Fingerkuppen wiederum zum Körper heran und schließe dann händisch mit deinen Händen, wie gesagt, deine Knie, schließ wiederum, dann legst dich mit dem Beckenkipp auf deinen Rücken zurück. Es ist noch nicht Shavasana, wir machen noch was. Aber wir machen einfach weiter in Rückenlage, halten einen Moment inne. Scheint mir, Omkari genießt das, in Rückenlage jetzt sich zu befinden.
Ah, oh, herrlich. Die Füße nacheinander vor deinem Gesäß, die Knie angewinkelt, die Füße wandern mattenweit, die Knieinnenseiten gehen zusammen. Die Arme gehen in eine U-Halte. U-Halte heißt Ellenbogen 90 Grad, Ellenbogenlinie Schultern, Ellenbogen Handgelenke liegen auf, Handflächen schauen nach oben. Das ist so eine U-Halte. Dann können die Schulterblätter mal enger zusammengehen. Jetzt öffne nur deine Knie. Gut. Und mit der Ausatmung führe beide Knie nach rechts. Dann schieb mal dein linkes Becken etwas nach links, dann ist es angenehmer für den Rücken, den unteren. Gut. Jetzt geht der rechte Fuß von oben auf das linke Knie, nutzt den Hebel. Gut. Super. Unter dem Druck, Fuß, Knie, richte dich wieder auf. Setz den rechten Fuß auf, Füße matten weit, Knie in Seiten gehen zusammen, halte inne. Bitte führe die Hände zusammen, palmiere deine Hände. Auch die Fingerinnenseiten können palmiert werden. Und dann lege bitte deine Hände Hand über Hand auf dein Herz, halte inne, verweile. Du öffnest die Knie. Die Knie gehen auf die andere Seite, die Arme gehen in U-Halte. Gut. Aha, du kannst mit deinem rechten Becken so ein bisschen nach rechts rüberrutschen, dann ist es angenehm für den unteren Rücken. Und der untere linke Fuß kommt von oben auf das rechte Knie. Nutz den Hebel. Der Atem fließt in die geöffnete rechte Seite. Und ein Steißbein bekommt mehr Länge nach unten. Dann drücke wieder Fuß gegen Knie, richte dich auf, linken Fuß absetzen. Lass bitte beide Beine ausstrecken, Arme neben dem Körper, Hände palmieren. Und die Möglichkeit, die Hände wieder auf dein Herz zu geben, innezuhalten. Und dann bereite dich bitte vor für Shavasana, Endentspannung. Die Türen sind bereits geöffnet. Es kann trotzdem hilfreich sein, eine Decke zu nutzen, um einfach so seinen Raum einzunehmen. Mach's dir bequem, in eine Lage kommt, in der du für dich dann gut entspannen kannst.
Dann verweile für etwa 10 Minuten für dich in Stille.
Und dann fühl noch mal rein in deine Mitte. In dein Feuer, in deine Energie. Und beginne nun damit vertieft zu atmen. Einige Male tief durchatmen. An Lebendigkeit gewinnen. Fange bitte an, die Finger zu bewegen, öffnen, weiten, die Zehen zu bewegen, die Handgelenke, die Fußgelenke. Hebe die Arme über deinen Kopf an den Ohren vorbei, recken, strecken. Und dann bitte finde den Weg wieder nach oben zum Sitz. Im Sitzen angekommen. Erneut die Augen schließen. Sich wurzeln und flügeln. Der Fokus hinter deiner Stirn. Dann lege die Hände flächig zusammen vor dein Brustbein. Die Finger sind geweitet. Mehr Freiraum im Brustkorb. Wir beenden mit der Erinnerung an unsere Vollständigkeit, mit dem Purnamidam, Purnamidam. Und somit sanft einatmen für Om. Shyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Frieden 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 Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai Om Sava Santana Ki Jai. Wie geht's euch jetzt? Freut mich, ja. Dann alles Gute euch. Namaste.